Oh, eine Railpool Lineas 186er. Heute sind mal 1, 2, 3, 4, 5 mal Schlocks hier abgestellt. Links das Stellwerk von Aachen vom Güterbahnhof. So, heute Freitagnachmittag, Aachen West. Da steht die Euregiobahn. Am Haltepunkt Aachen West. Und noch eine Trax 2 von Railpool. Die hält noch mal an. Die hat noch keine Ausfahrt. Hat er jetzt gewunken? Weiß ich nicht. Ich habe gewunken. Ich habe auch gewunken. Sieht man so schlecht. Ja.
kriegt er denn jetzt hin? Ah, da ist er. Und die Arriva. Die fährt nach Maastricht. Über Herlen nach Maastricht, ne? Ja, ne? Herzograd. Ja, Maastricht. Da kommt eine Vectron. KLV. Der kommt aus Aachen. Seite von dem Ambrogia Ganzzug, da fährt ein Tankzug raus. Das hing dann nochmal von dem Kesselzug für eine Lok. War das nicht eine rote Trax oder? Ja, das war eine rote, mehr habe ich noch nicht. So, und dann gucken wir mal in den Güterbahnhof rein. Da stehen noch einige Züge. Da hinten so ein Autotransporter mit den geschlossenen Autotransportwagen, eine rote DB-Trax. Ja, vielleicht kommt ja heute noch was rein hier von den Häfen aus Belgien. So, was haben wir da? DB 185er. Mit ja, gemischten Zug hinten dran. Die 185 066. Und die fährt garantiert nach. Wo fährt sie denn hin? Und da hinten an der Lokleitung stehen noch zwei abgestellte Loks oder drei oder vier hintereinander.
So, da kommt die Regionalbahn, ein Diesel. Und wir haben gesehen, da kommt nach Arriva angefahren. Ganz weit hinten hat sich eine Class 66 oder anderes Modell der Baureihe, haben wir gesehen, mit viel, viel Qualm fährt die zwischen den Waggons durch. Aber jetzt sehen wir sie im Moment nicht. Und da schleicht sie sich vor, die Class 66. Ah, jetzt hinter dem Busch. Und jetzt hat sie angehalten, toll. Aber die wird ja bestimmt gleich mal losfahren. Von Monsen kommt, Monsen Belgien kommt ein Güterzug runter und gleichzeitig der RRX aus Aachen. Stahlbrammen. Und da zieht sie vor. Oh, ich glaube, die hat nur eine Lok hinten dran hängen. Ja, da hängt nur eine Lok hinten dran. Bacon Rail. Der läuft da wohl im Standgas hoch, den Berg jetzt.